Eine routinemäßige Radarkontrolle entwickelt sich für zwei Polizeibeamte zum Albtraum. Ist mir schlecht. Das Mitbrötchen wird morgen mal nicht so gut. Ich bin gleich wieder da. Du hast einen ganz schön schwachen Magen, Kollege. Als kurz darauf wieder ein Blitz ausgelöst wird, hat das dramatische Folgen. Deinen Führerschein kannst du gleich in den Müll werfen. Was macht denn der jetzt? Waffe fallen lassen! Waffe fallen lassen! Waffe fallen lassen! Waffe fallen lassen! Ich werde unglücklich. Nimm das Radargerät! Nimm jetzt das Radargerät! Ist gar nichts passiert. So schlimm ist das gar nicht. Rainer, auf geht's jetzt! Rainer, auf geht's! Bloß nicht unglücklich! Rainer! Servus. Servus. Ist aber nur ein Streifschuss, oder? Nur. Meine Schulter tut verdammt weh. Das glaube ich dir ja. Aber sind wir mal ehrlich, das hätte auch schlimmer kommen können. Na, danke. Nach dem Schusswechsel ist der Wagen dann mit dem Kollegen geflüchtet. Kannst du was zu dem Täter sagen? War es einer? Waren es mehrere? Es waren zwei. Der Beifahrer so um die 1,80 männlich. Der Fahrer war eher etwas kleiner. Beide waren maskiert, hatten Handschuhe an und waren dunkel gekleidet. Und der Wagen, kannst du ihn auch beschreiben? Ein schwarzer Golfkombi. Das Kennzeichen war Münchentrennung Ulrich Toni 114. Das konnte ich mir merken, als das Fahrzeug weggefahren ist. Sehr gute Arbeit. Dann gute Besserung erstmal. Danke. Ja, hallo? Ja, Kommissar Niebler von der Kriminalpolizei. Ich brauche bitte eine Halterermittlung zu dem Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen München Ulrich Theodor 114. Ja, natürlich bin ich noch in der Leitung. Was denken Sie denn? Peter Burg, okay. Vorbestraft, ja, das passt ja. Aha. Bewährung, ja gut. Diesmal kommt er mir nicht so glimpflich davon, das sage ich Ihnen. Dankeschön. Michi, lass das die Spusi machen, wir müssen los. Unterdessen geht der vorbestrafte Peter Burg seiner Mutter Sabine im Kiosk zur Hand. Hör mal, da ist der fast 80 Jahre alt und er traut sich noch nicht mal nach einem Erotikheftchen zu fragen. Was ist denn los mit dir heute? Nichts. Hör mal, du brummelst den ganzen Tag schon so. Ach, echt? Ja, normalerweise müsstest du auf Wolke 7 schweben. Hör mal, du hast so hart gearbeitet, kurz vor deinem Ziel. Deine eigene kleine Bar, überleg mal. Kriminalpolizei, Niebler mein Name. Ich suche einen Peter Burg. Das bin ich. Zuerst einmal möchte ich Ihnen sagen, ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen. Sie müssen darauf nicht antworten, wenn Sie sich oder Angehörige belasten würden. Dann kommen wir mal zum Punkt. Wo waren Sie heute Vormittag um 11 Uhr? Er war natürlich hier bei mir im Kiosk. Er kann ja schlecht weg. Ich wüsste doch nicht, was Sie das angeht. Du kannst ruhig sagen, dass du mit mir hier warst. Ich brauche hier gar nichts sagen, solange ich nicht weiß, worum es geht. Sind oder sind Sie nicht der Halter des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen MUT 114? Was ist mit dem Wagen? Genau dieser Wagen wurde vor circa einer Stunde dazu verwendet, einen Polizeibeamten zu entführen. Und der Fahrer hat sich einen wilden Schusswechsel mit einem anderen Beamten geliefert. Aber das wissen Sie ja bereits, das waren nämlich Sie. Ach nein, Mann. Nein, der war den ganzen Tag mit mir hier, das schwöre ich Ihnen. Das Auto habe ich seit gestern Mittag nicht bewegt. Das kann ich bestätigen. Vielleicht sind Sie auch einfach seine Komplizin. Wo haben Sie denn den Beamten hingebracht, ha? Ich habe niemanden entführt. Irgendwer muss mein Auto gestohlen haben. Genau so war's. Mein Schlüssel ist... Er hat recht. Der Zweitschlüssel ist weg. Der Wagen wurde gestohlen. Wo haben Sie den Wagen geparkt gehabt? Zwei Straßen weiter von hier. Kommen Sie, ich bringe Sie hin. Und meine Mutter, die benutzt das Auto auch öfter zum Einkaufen für den Kiosk. Kommen Sie. Ja, das ist er. Ja, von wegen geklaut.
Aber der verschwundene Zweitschlüssel, den kann doch jemand genommen haben, den Wagen benutzt haben und wieder hier abgestellt haben. Wer soll das denn gewesen sein? Ein Kunde, der kann ihn leicht genommen haben, den Schlüssel, im Moment, wo ich nicht hingeschaut habe. Und warum hat dann dieser mysteriöse Unbekannte nicht auch wieder den Schlüssel zurückgehangen, als er so nett war, um den Wagen wieder zurückzubringen? Kann ich mich mal ein bisschen umsehen in dem Wagen? Ja. Ist noch irgendwas drin, was Sie vielleicht lieber entfernen möchten? Vielleicht die Skimaske oder die Handschuhe? Nein, ist es nicht, weil ich einfach nichts gemacht habe. Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, als ob er aufgebrochen worden wäre. Aber das muss sich die Spurensicherung genau ansehen. Ich informiere die Kollegen gleich. Sag mir die Wahrheit, Peter. Erklär mir das bitte. Schon wieder. Sagst du mir die Wahrheit? Glauben Sie mir, das muss alles ein Irrtum sein. Mein Junge würde nie jemanden entführen. Dass Sie jetzt Mutter Ihren Sohn decken wollen, das ist mir schon klar. Aber vielleicht stecken Sie auch selber mit einer Sache drin. Lassen Sie gefälligst meine Mutter da raus. Die hat in ihrem ganzen Leben noch nie was Falsches gemacht. Na, können Sie nichts finden? Liegt wahrscheinlich daran, dass einfach nichts ist. Wenn Sie wirklich nichts mit der Sache zu tun haben, dann haben Sie auch nichts zu befürchten. Und dann macht es Ihnen sicher auch nichts aus, wenn sich die Spurensicherung bei Ihnen im Kiosk ein bisschen umschaut. Es könnte ja sein, dass derjenige, der den Schlüssel geklaut hat, auch irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Nein, Sie können sich ruhig umschauen. Ach, ich weiß nicht. So viele Leute wie bei Ihnen ein- und ausgehen, vielleicht finden wir dann doch nichts Brauchbares. Aber Sie kommen jetzt erstmal mit auf die Dienststelle. Und dann werden wir Sie weiter befragen. Nein, nein, bitte nicht. Er hat doch nichts gemacht. Bitte. Kommen Sie mit. Liebling, ich hole dir Hilfe. Alles wird gut, ja? Ich hole dir Hilfe. Peters Mutter hat in ihrer Verzweiflung Alexander Holt angerufen. Der Richter hat sich daraufhin direkt auf den Weg zu Sabines Kiosk gemacht, um Genaueres zu erfahren. Mich hat eine alte Bekannte angerufen, die Frau Burg. Deren Sohn Peter stand vor ein paar Jahren bei mir vor Gericht. Ich habe dann als Jugendrichter seine Bewährung überwacht und ist jetzt erst vor ein paar Wochen abgelaufen. Und so hatte ich bis vor kurzem eben noch Kontakt zu der Familie. Jetzt hat mich die Frau Burg um Hilfe gebeten, aber sie klang so durcheinander, dass ich nur Bruchstücke verstanden habe. Auf jeden Fall klang es sehr dringend und deswegen bin ich gleich hergekommen. Frau Burg. Ach, Herr Holt, da sind Sie ja schon. Ja, es klang nicht so, als ob ich Sie länger warten lassen sollte. Nein, ich weiß auch, dass Sie eigentlich nicht dafür zuständig sind. Aber ich wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte, weil Peter wird sowieso niemand glauben. Und die Polizei hält ihn für einen Verbrecher. Frau Burg, jetzt beruhigen Sie sich erst mal. Wenn ich Ihnen helfen kann, dann tue ich das gern. Also es geht um Ihren Sohn Peter, so viel habe ich schon verstanden. Ja, also heute Morgen wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt durch zwei Polizisten. Und der Fahrer, der soll auf den einen Polizisten geschossen haben, den anderen entführt haben. Und die sagen, dass es Peter war. Ja, und wie kommt der Kommissar darauf, dass es Ihr Sohn Peter gewesen sein soll? Hat der Beweise? Ja, Peters Wagen soll das Fluchtfahrzeug gewesen sein. Aber das Auto steht da geparkt, wo es abgestellt hat. Und er war die ganze Zeit mit mir hier. Und haben Sie das der Polizei auch so gesagt? Natürlich, aber die denken jetzt, dass ich eventuell seine Komplizin sein könnte. Und die Polizei ist sich sicher, dass es der Wagen ihres Sohnes war? Ja, sie haben das Kennzeichen gesehen. Aber Peter war die ganze Zeit mit mir hier, das schwöre ich Ihnen. Ja, schwören müssen Sie nicht. Ich meine, ich habe auch die Entwicklung ihres Sohnes verfolgt, seitdem er verurteilt wurde. Das war ja alles uneingeschränkt positiv. Ja, Peter hat sich total verändert. Er hat eine feste Stelle am Bau angenommen und die geht er auch immer zuverlässig nach. Gesetz ist auch nicht mehr in Konflikt geraten. Aber wenn es nicht Peter war, dann müsste ja quasi jemand anderer den Wagen genommen und ihn danach an dieselbe Stelle wieder zurückgestellt haben. Ja, und zwar mit dem Zweitschlüssel. Der ist nämlich weg und die Polizei hat keine Einbruchspuren am Wagen gefunden. Und wo haben Sie den Zweitschlüssel normalerweise? Normalerweise hängt er immer hier am Schlüsselbrett. Aber wenn jetzt jemand sich so rüberbeugen und diesen Schlüssel nehmen würde, das würden Sie doch merken, oder? Ja, normalerweise schon, aber vielleicht war mal ein Kunde einen Moment allein im Laden. Aber normalerweise lasse ich den Kiosk nicht unbeaufsichtigt, außer wenn Familie oder Bekannte da sind. Und wer käme da in Betracht? Ihr jüngerer Sohn Klaus zum Beispiel? Ich meine, der könnte ja einfach hinter die Theke gehen und sich den Schlüssel einstecken, ohne dass es jemand bemerkt. Ja, aber Klaus ist erst 17, er hat gar keinen Führerschein. Zudem wird er nie was Illegales machen, der hat aus den Fehlern von Peter gelernt. Ja, trotzdem, fragen Sie ihn bitte mal. Also, rufen Sie noch am besten mal Ihren Sohn kurz an. Ja, kann ich machen. Am besten stellen Sie auf laut. Ja.
Klaus Handy, Tamara ist dran. Grüß dich, Tamara, ich bin Sabine. Sag mal, gibst du mir den Klaus mal bitte? Der duscht gerade, aber soll ich ihm was ausrichten? Nein, ich wollte eigentlich nur wissen, ob er den Zweitschlüssel, den Autoschlüssel aus dem Kiosk mitgenommen hat. Warum sollte er? Er kann doch gar nicht fahren. Außerdem sind wir heute noch gar nicht aus dem Haus gegangen. Warum fragst du denn? Ich erkläre dir das später. Ich muss jetzt auflegen, ja? Tschüss. Okay, tschüss. Was soll ich denn jetzt machen? Die stecken Peter doch ins Gefängnis und er hat doch gar nichts gemacht. Er ist doch unschuldig. Also, Frau Burg, jetzt beruhigen Sie sich erstmal. So schnell kommt niemand ins Gefängnis, der unschuldig ist. Ich fahre jetzt einfach erstmal ins Kommissariat und mache mir dort ein Bild von der Lage. Ich bin Ihnen so dankbar, Herr Holt. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Gern. Ich hätte da noch eine Frage, Herr Holt. Ich weiß, ich habe keine Ersparnisse. Ich weiß gar nicht, wie ich sie bezahlen soll. Können wir eine Ratenzahlung einigen? Frau Burg, ich bin kein Anwalt, ich bin Richter. Und es geht hier nicht ums Geld, es geht um die Gerechtigkeit. Ich helfe Ihnen gern. Ich danke Ihnen vielmals. Dankeschön, Herr Holt, danke. Gern geschehen. Als Richter Alexander Holt wenig später auf der Dienststelle ankommt, wird Peter bereits seit über einer Stunde von Kriminalhauptkommissar Dirk Niegler verhört. Ja. Herr Holt. Hallo Peter, Herr Kommissar. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich bei der Befragung dabei bin? Meinerseits auch spricht nichts dagegen. So, Herr Burg, jetzt zu Ihnen. Wie schon gesagt, es ist natürlich verständlich, dass Ihre Mutter Ihnen helfen will. Eltern tun sowas eben, die tun alles für ihre Kinder, auch Lügen. Aber ist Ihnen bewusst, dass Sie Ihre Mutter mächtigen Ärger bekommt, wenn sie für Sie falsch aussagt? Meine Mutter lügt nicht und ich auch nicht. Im Moment würden Sie noch glimpflich aus der Sache rauskommen. Ihre Mutter sogar mit weißer Weste, vorausgesetzt, sie ist nicht Ihre Komplizin. Aber dafür müssen Sie uns sofort sagen, wo Sie den entführten Kollegen gebracht haben. Ich habe niemanden entführt. Ich habe heute noch nicht mal mein Auto benutzt. Ich denke, wir kommen so auch nicht weiter. Meiner Meinung nach sollte man zuerst mal exakt die Fakten auswerten. Auswerten? Was heißt denn da auswerten? Es geht um einen Kollegen, da müssen wir so schnell wie möglich handeln. Ja, der Zeitdruck ist groß, das ist mir schon klar. Aber die Frage ist doch, warum wurde der Mann entführt? Ja, offenbar, weil er das Radargerät nicht loslassen wollte. Laut dem verletzten Beamten wurde er dann einfach mitsamt des Gerätes in den Wagen eingeladen. Es ging also gar nicht um Ihren Kollegen, sondern ums Radargerät. Weil Sie um jeden Preis vermeiden wollten, dass ihre Gesichter bekannt werden. Es würde doch nur Sinn ergeben, wenn... Wenn Sie zuvor etwas Illegales getan hätten. Und wenn die Entdeckung Ihrer Identität für Sie schlimmer wäre als ein Bußgeld wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Michi, kannst du mir bitte alle Straftaten überprüfen, die heute vor der Radarkontrolle um 11 stattgefunden haben? Selbstverständlich. Danke dir. Heißt das jetzt, ich bin nicht mehr verdächtig? Nein, das heißt es nicht. Sie könnten ja auch Drogen dabei gehabt haben und wollten nicht, dass sie gefunden werden. Sie sind ja noch Bewährung draußen und werden sofort wieder in Haft eingefahren. Seine Bewährung ist vor 3 Wochen abgelaufen. Trotzdem bleiben Sie unser Hauptverdächtiger. Und Ihr Bruder, der ist jetzt auch in Befragung. Der wäre ja auch ganz leicht an den Schlüssel hingekommen. Also Klaus war heute offenbar den ganzen Tag mit seiner Freundin zusammen. Ja, das möchte ich dann doch lieber von meinem Kollegen hören. Klaus kann auch nicht fahren. Ich war vor 2 Wochen das erste Mal mit ihm auf dem Verkehrsübungsplatz. Er hat sich angestellt wie der erste Mensch. Ja, auch das entlastet Ihren Bruder nicht. Schließlich gibt es ja auch einen Komplizen. Da bist du ja schon wieder, es ging aber schnell. Weil heute Morgen nur ein Delikt gemeldet wurde, ein Tankstellenüberfall. Der Eigentümer der Tankstelle, Herr Gutschmied, sitzt bereits in Ihrem Büro. Gut, danke dir. Der Kriminalhauptkommissar und Richter Alexander Holt sind gespannt, ob der Überfall auf die Tankstelle und die Entführung des Polizisten auf das Konto derselben Täter gehen. Guten Tag, Herr Gutschmied. Guten Tag. So, Ihre Tankstelle wurde also überfallen. Dann erzählen Sie doch mal, wann genau war das? Das war so gegen 22:30. Da war plötzlich so ein maskierter Typ. Der hatte eine Waffe in der Hand und wollte alles Geld. Von welcher Summe sprechen wir denn da? 2000 Euro waren in der Kasse. Und dann wollte er noch Jolly Joys. Das sind so Kinderkaugummis. Also irgendwelche Kaugummis interessieren mich jetzt gerade weniger als der Wagner-Täter. Ja, der hat extra außerhalb der Überwachungskameras geparkt. Aber ich bin ihm dann auch nachgerannt. Also haben Sie den Wagen gesehen? Ja, das war so ein schwarzer Golf-Kombi. Und das Kennzeichen, konnten Sie das auch erkennen? Der war aus der Stadt. Und da war noch ein U und eine 11 dabei. Sehr gut. Damit können wir schon arbeiten. Das haben Sie sehr gut gemacht, Herr Gutschmied. Der Täter war allein? Da hat noch ein anderer im Auto gewartet. Auch maskiert. Herr Gutschmied, wenn Sie noch mal kurz draußen Platz nehmen würden. Ich komme dann nachher noch mal zu Ihnen. Ja? Vielen Dank erstmal. Also ich gehe fest davon aus, dass es sich bei dem Tankstellenüberfall um dasselbe Täterpaar handelt, als auch bei der Entführung.
Also davon ist auszugehen. Nur, ob aus dem bisherigen Geist der Verdächtigen einer damit zu tun hat und wer der maskierte Komplize im Wagen war, also das ist nach wie vor zu klären. Also ich denke, wir haben unseren Täter schon längst im Vernehmungszimmer sitzen. Also das heißt, Sie werden den Herrn Burg auch weiterhin gewahrsam behalten? Er kann gehen. Obwohl Sie so einen sicheren Tatverdacht gegen ihn haben? Ich verstehe. Sie wollen ihn observieren. Sie hoffen, dass er Sie zu Ihrem Kollegen führt. Ihn zu retten ist meine oberste Priorität hier. Ich hoffe doch mal schwer, dass Sie Herr Burg erstmal nichts davon sagen. Ich behalte das für mich. Obwohl ich den schweren Verdacht habe, dass der junge Mann unschuldig ist. Aber gut, ich kann mich auch mal täuschen. Für den Fall. Es geht hier um das Leben eines Kollegen. Da müssen wir wirklich alles richtig machen. Absolut. Und deswegen bleibe ich auch an dem Fall und vor allem an Herrn Burg dran. Also. Bei Peters Mutter liegen die Nerven blank. Ihr jüngerer Sohn Klaus versucht, sie zu beruhigen. Diese Warterei, die macht mich noch wahnsinnig. Was, wenn die überhaupt gar nicht mehr gehen lassen? Jetzt beruhig dich mal, Mutter. Geh nicht immer gleich vom Schlimmsten aus. Das wird sich schon aufklären lassen. Na, hoffentlich. Hallo zusammen. Na also, sag ich doch. Peter, Gott sei Dank. Oh, die haben dich gehen lassen. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn danken soll, Herr Holt. Also, dass Peter gehen dürfte, war allein die Entscheidung des Kommissars. Die einzig richtige Entscheidung, weil ich nichts gemacht habe. Sagen Sie, Herr Holt, auch wenn er jetzt wieder zu Hause ist, die Sache ist noch nicht ausgestanden, oder? Leider nein, denn Peters Auto wurde vor der Entführung für einen Tankstellenüberfall benutzt. Ein wahrer Albtraum. Warum benutzt gerade jemand Peters Wagen? Er hat doch niemandem was getan. Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Zumindest hat die Polizei keinerlei Beweise gegen Peter oder gegen sonst jemand aus der Familie. Ja. Bisher nicht. Aber was ist, wenn die Täter was im Auto vergessen haben und die Polizei es findet? So eilig scheint die Polizei es mit der Untersuchung vom Auto nicht zu haben, weil das Auto steht immer noch an der Straße geparkt. Das ist ja seltsam. Ich schau mal schnell nach und dann gegebenenfalls sage ich dem Kommissar Bescheid. Ich komme mit. Kein guter Plan. Nicht, dass es am Ende noch heißt, dass Sie Beweismittel verschwinden lassen wollten. Guten Tag, Alexander Holt. Hier würden Sie mich bitte mit Kriminaloberkommissar Niebler verbinden. Ich danke Ihnen. Na, das ist doch. Ah, Herr Kommissar, ich bin gerade noch mal zum Kiosk gefahren. Und da steht jetzt der Wagen von Herrn Burg immer noch vorne dran. Ich weiß, ist da irgendwas schiefgelaufen mit der Abholung? Offenbar haben Sie da recht. Ach, ich war gerade eben noch, habe gerade noch mit einem Kollegen von der KTU telefoniert und erfahren, dass der Wagen noch nicht bei denen ist. Da dachte ich, ich sehe mal selber nach dem Rechten. Vielen Dank, dass Sie mich gleich informieren wollten. Ja, gern doch. Schließlich haben wir ein gemeinsames Interesse. Den Fall lösen und vor allem Ihren entführten Kollegen wiederfinden. Ja, die Zeit drängt, aber ich wusste nicht, dass Sie das auch so sehen. Ja, aber sicher doch. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube schon, dass der Herr Burg unschuldig ist. Aber trotzdem, auch für mich genießt höchste Priorität die Suche nach Ihrem entführten Kollegen. Wo kommst du jetzt her? Hast du erst mal ein Käffchen geholt oder was? Du sollst doch auf den Wagen aufpassen, bis er abgeholt wird. Ich war nur ganz kurz weg. Warum ist der Wagen dann immer noch hier? Die Kollegen von der Spurensicherung sind total überlastet. Die haben heute innerhalb kürzester Zeit 3 neue Fälle reinbekommen. Was soll das denn heißen? Unser Fall hier hat oberste Priorität. Es geht um einen Kollegen. Ich muss den sofort anrufen und es denen klar machen. Nicht nötig. Die müssten in 5 Minuten eh hier sein. Dann wollen wir es mal schwer hoffen. Ist ja nicht so, als ob wir nicht unter Zeitdruck stünden oder so. Schauen Sie mal da drin. In dem Aschenbecher sind Papierchen. Ja und? Na ja, bei dem Tankstellenüberfall wurde doch neben dem Geld auch eine Kaugummipackung von dieser Marke Jolly Choice entwendet, wenn ich mich nicht ganz irre. Das stimmt, ja. Und diese Papierchen da drin. Ich meine, die stammen genau von so einer Kaugummipackung. Also da müsste ich mich schon sehr irren. Ja dann. Danke für die Information. Ja, sicher gern. Ich gehe mal zum Kiosk zurück, damit Sie hier nur Ihre Arbeit machen können. Gut, okay. Nach dem Fund des Kaugummipapiers im Auto muss der Richter dringend mit seinem Mandanten sprechen. Und was hat es jetzt mit diesen Kaugummis auf sich?
Der Tankstellenpächter hat ausgesagt, dass nicht nur die Kasse geleert wurde bei dem Überfall, sondern eben auch ein Päckchen dieses Kaugummis entwendet wurde. Und wenn das wirklich die gleiche Marke ist, dann wird das vor der Polizei ein weiteres Indiz für ihre Schuld sein. Und damit hat er heute absolut recht. Ich muss das noch überprüfen, ob es sich bei diesem Papierchen wirklich um die Verpackung dieser Jolly Joy Kaugummis handelt. Aber es sieht nicht gut für Sie aus, Herr Burg. Das können wir gleich hier machen. Oh, Scheiße. Und was heißt das jetzt? Dass der Tankstellenüberfall mit größter Wahrscheinlichkeit mit Peters Wagen verübt wurde. Das erklärt auch, warum der Täter sich eine Schießerei mit den Beamten geliefert hat und auch vor einer Entführung nicht zurückgeschreckt ist. Das bezweifle ich alles gar nicht, aber es gibt keinerlei Beweis dafür, dass an der Tat auch wirklich jemand von der Familie Burg beteiligt war. Also ganz ehrlich, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas Kriminelles gemacht. Auch wenn ich manchmal nicht wusste, wie ich die Jungs durchfüttern sollte. Sie sind alleinerziehende Mutter, ist das richtig? Ja, schon seit Jahren, aber wir haben uns immer irgendwie durchgeschlagen. Und wie sieht es momentan so bei Ihnen finanziell aus? Danke der Nachfrage, der Kiosk läuft sehr gut. Und Herr Burg, bei Ihnen? Ist es da finanziell genauso rosig? Ja, kann ich Ihnen sagen. Klaus macht eine Ausbildung. Peter arbeitet auf dem Bau schon seit Jahren und hat sich jetzt seit 2 Jahren 15.000 Euro angespart. Und damit wird er demnächst eine kleine Bar eröffnen. Und damit hat niemand aus der Familie Burg ein Motiv für den Raubüberfall. Sie müssen alle Kunden, die gestern hier waren, überprüfen. Die hatten alle die Gelegenheit, den Schlüssel mitzunehmen. Ja, Frau Burg hat mir bereits eine Liste gegeben. Die Vernehmung läuft auch schon. Ich melde mich dann spätestens morgen bei Ihnen, wenn ich die Ergebnisse der KTU habe. Ja? Gut. Na, auf Wiedersehen. Alexander Holt ist für Peter Burg auch am nächsten Morgen zur Stelle. Allerdings erwartet den Richter eine unangenehme Überraschung.